Das Thema des heutigen Videos hatte ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig auf dem Zettel. Vor allem, weil wir schon vor ein paar Wochen über eine ähnliche Angelegenheit beim A321 Neo ausführlich gesprochen haben. Da dachte ich mir, da kann man das jetzt einfach mal links liegen lassen. Dann habe ich aber gemerkt, dass viele von euch, die beschäftigt das Thema sehr. Und viele von euch wissen auch gar nicht so richtig, was man mit dieser Info, die da jetzt durchs Internet geistert, was man damit wirklich anfangen kann. Was ich dann allerdings noch sehr viel interessanter fand und was mich auch echt ein bisschen genervt hat, ist die Art und Weise, wie das Thema in den letzten Tagen im Internet teilweise zerrissen wurde. Nur wenig gute Luftfahrt-News-Seiten oder wenig gute Luftfahrt-Blogs haben sich auch mal so ein bisschen an die Hintergründe rangewagt, haben versucht, diese Thematik wirklich zu erklären und die damit verbundene Problematik zu erklären. Und wurde das mit der Erklärung halt weggelassen, dann haben das einige etwas übermotivierte Kommentatoren übernommen. Und die hatten ganz oft leider überhaupt gar keine Ahnung von dem, was sie da gerade erzählt haben. Und damit möchte ich gar nicht unbedingt sagen, dass ich das alles sehr viel besser kann und dass ich euch das perfekt erklären kann. Aber wir versuchen einfach mal, uns heute auch mal so ein bisschen die Hintergründe zu dem Ganzen anzuschauen, die Thematik doch mal so ein bisschen zu erklären. Und dann sollten wir da auch zu einem vernünftigen Ergebnis kommen. Deswegen gibt es heute die Antwort auf die Frage, warum zum aktuellen Zeitpunkt die letzte Sitzreihe im Lufthansa A320 Neo nicht belegt sein kann. Und damit viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen und heute für mich tatsächlich wirklich mal sehr, sehr wichtigen Video. Denn ihr habt in den letzten Tagen unter den anderen Videos, in denen es ja gar nicht um das Thema ging, sehr viel darüber gesprochen, sehr viele Kommentare dazu geschrieben, viele Fragen gestellt und auch schon viel diskutiert. Es wird zum aktuellen Zeitpunkt wahrscheinlich generell über die Problemchen der Flugzeughersteller mit ihren aktuellen Flugzeugen so viel diskutiert wie noch nie zuvor. Was auf der einen Seite natürlich gut ist. Denn die Leute, die tagtäglich mit diesen Flugzeugen unterwegs sind, die sollen natürlich auch etwas von den Problemen erfahren, die diese Flugzeuge zum aktuellen Zeitpunkt dummerweise haben. Auf der anderen Seite ist das, mit dem man sich jetzt gerade mal versucht, etwas detaillierter auseinanderzusetzen, aber tatsächlich auch ein technisch wirklich hochkomplexes Gerät. Und da sich ja jetzt mittlerweile über jegliche Kleinigkeit unterhalten wird, geht man da auch recht tief in die Materie und dann wird das auch tatsächlich mal sehr komplex. Und das kann man dann nicht immer einfach nur mit dem Kommentar, siehste, habe ich doch gesagt, alles überzüchtete Müllflugzeuge, saugefährlich, steige ich nicht mehr ein, beiseite legen. Weil so ist es nicht. Das war aber leider in den letzten Tagen doch recht häufig die Aussage vieler Kommentare, die hier so zu dieser Thematik durchs Internet gingen. Aber gut, erst einmal kann man ganz prinzipiell schon mal sagen, dass über die Dauer der Nutzung eines Flugzeuges immer und immer wieder Punkte auftreten, an denen ein solches Flugzeug optimiert werden kann und auch optimiert werden sollte. Und diese Punkte werden dann beurteilt, werden dann als sicherheitsrelevant empfunden oder eben nicht. Und je nachdem, wie sicherheitsrelevant die ganze Nummer ist, desto schneller wird eine temporäre Revision für das Flughandbuch oder irgendeine operationelle Besonderheit für diese Maschinen veröffentlicht, herausgegeben an die Nutzer, also an die Fluggesellschaften und dann dementsprechend auch an die Piloten bzw. an die Besatzung, die mit diesem Gerät tagtäglich arbeiten. In den ganz starken Fällen wird dann ein solches Flugzeug auch einfach mal am Boden gehalten. Und genau das sehen wir jetzt gerade bei der Boeing 737 MAX. Man hat dort ein klar sicherheitsrelevantes Problem entdeckt, hat das festgestellt und empfand diesen Punkt als so sicherheitsrelevant, dass das Flugzeug jetzt erst einmal auf unbestimmte Zeit nicht mehr mit Passagieren fliegen darf. Und das ist sicherlich eine Sache, die spätestens jetzt für die meisten absolut nachvollziehbar und auch vollkommen klar ist, warum das so gemacht wird. Bevor sich hier jetzt aber sofort wieder irgendwelche Leute angegriffen fühlen, ein ganz wichtiger Punkt dabei. Und zwar, es geht hier überhaupt nicht darum, dass Airbus bessere Flugzeuge baut als Boeing oder Boeing bessere Flugzeuge baut als Airbus. Das kann man sicherlich nicht mal ebenso sagen und schon gar nicht kann man das an den Vorfällen der letzten Monate festmachen. Die Airbus A320 Flugzeugfamilie und genauso auch die 737 Flugzeugfamilie, das sind alles mittlerweile extrem ausgereifte Passagierflugzeuge, die tausendfach produziert wurden und mittlerweile über die ganzen letzten Jahrzehnte Milliarden an Menschen sicher an ihr Ziel gebracht haben. In der aktuellsten Variante der Boeing 737 wurde allerdings ein sicherheitsrelevanter Fehler entdeckt. Und das sage ich ganz sicher nicht so, weil ich Boeing damit schlecht reden möchte und Airbus wie auch immer damit besser dastehen lassen möchte, sondern das ist tatsächlich ganz einfach mal so. Der Vollständigkeit halber möchte ich an der Stelle aber auch nochmal einen sicherheitsrelevanten Punkt aus dem Airbus-Lager ansprechen. Denn diese sicherheitsrelevanten Punkte, die gibt es dort selbstverständlich auch. Und ich weiß, damit entfernen wir uns jetzt nochmal ein gutes Stück von der ursprünglichen Frage des Videos. Aber ich finde trotzdem, dass es bei dem Thema so als Zusatzinfo mal ganz gut reinpasst.
Flugzeuge der Airbus A320-Familie fliegen mit vielen Systemen in dreifacher Ausführung. Das nicht aus Spaß, sondern weil es ganz einfach hervorragend funktioniert, weil es immer und immer wieder tatsächlich auch für eine sehr stabile tägliche Operation sorgen kann und weil es auch ganz einfach Zertifizierungskriterium für Fly-by-Wire gesteuerte Verkehrsflugzeuge ist. Und diese Triple-Auslegung von bestimmten Systemen und bestimmten Sensoren ist in diesem ganz konkreten 737 MAX-Fall, wo es um eine Anstellwinkelproblematik geht, tatsächlich auch ein ganz klarer Vorteil des Airbus gegenüber der mit zwei Sensoren ausgestatteten Boeing 737 MAX. Bei dreifach ausgeführten Sensoren kann das System nämlich fast immer von alleine entscheiden, welcher der jeweiligen Sensoren zum aktuellen Zeitpunkt denn jetzt gerade fehlerhaft ist. Ich glaube, kann man sich ganz einfach vorstellen, wenn jetzt ein Flugzeug mit zwei Sensoren ausgestattet ist, diese zeigen die gleichen Werte an, dann ist natürlich vollkommen logisch, dann sollen die beiden natürlich richtig sein. Wenn die jetzt unterschiedliche Werte anzeigen, dann muss einer von beiden falsch sein. Wer von beiden falsch ist, kann das System jetzt aber eben nicht herausfinden. Bei dreifacher Ausführung der Sensoren zeigen im Idealfall, wenn ein System eben fehlerhaft ist, zwei andere Sensoren den gleichen Wert an und das System kann entscheiden, okay, der eine wird jetzt aussortiert. Aber was passiert jetzt, wenn zwei Sensoren gleichermaßen fehlerhaft sind? Ich meine, es klingt erstmal ziemlich unwahrscheinlich, ist aber tatsächlich mal genauso passiert. Und zwar auf einem Lufthansa A321 Flug von Bilbao nach München vor fast 5 Jahren mittlerweile, im Jahr 2014. Dort sind jetzt zwei voneinander ja eigentlich unabhängige Anstellwinkelsensoren in der gleichen Position eingefroren. Und da hat das System jetzt natürlich eine Schwachstelle, denn es sortiert jetzt den einzigen noch richtigen Sensor aus. Und das sorgt auf diesem Flug dann dafür, dass ein Airbus-eigener Schutzmechanismus, der dafür da ist, den Anstellwinkel des Flugzeuges während des Fluges immer in einem fliegbaren Bereich zu halten, das sorgte dafür, dass dieser Schutzmechanismus aktiviert wurde und die Maschine aus der Reiseflughöhe von 31.000 Fuß selbstständig durch den Computer in einen Sinkflug gedrückt wurde, welcher dann durch ein cleveres Handeln der Piloten mit einem sehr guten Systemverständnis ihres Airbus beendet werden konnte. Daraufhin gab es sofort eine entsprechende Ergänzung für die Handbücher des Flugzeuges, denn auch wenn diese Situation mit zwei gleichermaßen eingefrorenen Anstellwinkelsensoren natürlich unwahrscheinlich ist, der Fall hat gezeigt, dass es durchaus möglich ist und dann hat das System eine wirklich sicherheitsrelevante Schwachstelle. Und das an einem Airbus. Geht auch. Aber gut, weiter im Text. Ihr erinnert euch bestimmt, im Juli 2019 gab es ein sogenanntes Airworthiness Directive, über das wir auch gesprochen haben, eine sogenannte Lufttüchtigkeitsanweisung der EASA für den Airbus A321neo. Dabei hatte man beim Flugzeughersteller selbst, also bei Airbus, bei Tests im Simulator, nicht in der täglichen Operation bei irgendeiner Fluggesellschaft festgestellt, dass der A321neo mit einem bestimmten Flugcomputer, unter bestimmten Fluglagen, unter bestimmten Konfigurationen, unter einer bestimmten Flughöhe, möglicherweise nicht so reagiert, wie das die Piloten normalerweise von ihrer Airbus-Familie gewohnt sind. Ganz konkret geht es hier um den Fall eines Go-Rounds, um ein Durchstartmanöver. Ein dynamisches Flugmanöver in geringer Flughöhe unter 100 Fuß mit einem plötzlich stark anliegenden Schub an den Triebwerken und einem im hinteren Bereich des Flugzeuges liegenden Schwerpunkt. Und dann altes Spiel, wir haben das schon häufiger mal erklärt, es geht ganz einfach darum, dass bei einem großen Verkehrsflugzeug mit unter den Tragflächen liegenden Triebwerken und damit unter dem Schwerpunkt liegenden Triebwerken beim Go-Around in niedriger Höhe gar nicht unbedingt ein starkes Ziehen am Steuerhorn oder am Sidestick notwendig ist, um die Nase des Flugzeuges nach oben zu bekommen, denn dadurch, dass die Triebwerke unterhalb des Schwerpunkts liegen, sorgt ein jetzt dort anliegender starker Schub dafür, dass ein sogenannter Pitch-Up-Moment entsteht. Die Nase des Flugzeuges wird also allein dadurch angehoben. Bei einer konventionellen Maschine muss man eventuell sogar während des Go-Rounds etwas nachdrücken, um das zu begrenzen. Bei der Airbus A320-Familie und auch bei der Boeing 737-Familie, das ist übrigens ein ganz wichtiger Punkt, das hängt nicht nur an der Fly-by-Wire-Steuerung, sondern hat mit anderen Systemen zu tun, wird automatisch durch ein entsprechendes System dagegen gearbeitet. Also bei den Piloten ist es ganz normal, dass während eines Go-Rounds fast gar nichts am Sidestick oder am Steuerhorn gemacht werden muss. Es wird höchstens mal ein Input gegeben. Ansonsten sorgen die Triebwerke dafür, dass die Nase des Flugzeuges nach oben kommt und das in beiden Flugzeugen eingebaute, aber unterschiedliche System sorgt dann eben dafür, dass der sich vergrößernde Winkel zwischen Flugzeuglängsachse und Horizont, also die Pitch, nicht bis ins Unermessliche ansteigen kann.
Beim A321 Neo mit diesem bestimmten Flugcomputer unter bestimmten Bedingungen hat man aber eben herausgefunden, dass dieses System, was eben automatisch dagegen arbeitet, gegen dieses Pitch-Up-Moment, das nicht so stark tut, wie es das normalerweise bei Flugzeugen der A320-Familie tut. Das wiederum sorgt dafür, dass die Piloten dadurch überrascht sein könnten, dass es sich ganz einfach nicht so anfühlt wie in jedem anderen A320-Flugzeug auch. Und das soll so natürlich nicht sein und dafür gab es die Lufttüchtigkeitsanweisung der EASA, damit eben die fliegenden Besatzungen darauf vorbereitet sind. Die Anweisung für den A320neo, um die jetzt so ein Wind gemacht wird, die kam tatsächlich schon kurz danach und klingt ähnlich, ist aber nicht genau gleich. Hier sind die Bedingungen ein stetig langsamer werdendes Flugzeug, ein Flugzeug in Landekonfiguration, ein dynamisches Flugmanöver, ein Go-Around eben und ein an der hinteren Grenze liegender Schwerpunkt des Flugzeuges. Dann kann es, ganz ähnlich wie im Fall des A321neo, während des Durchstartmanövers also auch hier dazu kommen, dass die Pitch ungewöhnlich stark ansteigt und damit verbunden auch der Anstellwinkel ungewöhnlich stark ansteigt, was wiederum dann einen deutlichen und zügigen Impuls am Sidestick von den Piloten erfordert. Und das sind sie eben, wie gesagt, von ihrem Flugzeug eigentlich nicht gewohnt. Das können die Piloten auch. Allerdings möchte ich das damit nicht runterreden, sondern wenn Piloten schon so viele verschiedene Flugzeuge unter einem bestimmten Type Rating fliegen können sollen, dann müssen sich diese Flugzeuge selbstverständlich auch gleich oder zumindest sehr, sehr ähnlich anfühlen. Und das auch in solch speziellen Situationen, die auch hier wieder nur im Simulator erzählt wurden. Im echten Leben ist davon noch kein spezieller Fall bekannt. Da muss Airbus aber also trotzdem nachbessern, ist ja gar keine Frage. Es soll ja nicht so sein. Und das tun sie jetzt eben auch, und zwar erst einmal mit einer recht einfachen Einschränkung. Und zwar einer Einschränkung, die dafür sorgt, dass eine der eben genannten Bedingungen nicht erfüllt werden kann. Und zwar der sehr weit an der hinteren Grenze liegende Schwerpunkt. Der Airbus A320neo hat genauso wie jedes andere Verkehrsflugzeug auch, oder generell genauso wie jedes andere Flugzeug auch, einen vorgegebenen Schwerpunktbereich. Einen Bereich, in dem sich der Schwerpunkt des Flugzeuges befinden darf. Und dieser Schwerpunkt wird auch vor jedem Flug mit dem Flugzeug exakt ausgerechnet und ist auch immer jeden Tag aufs Neue Teil der vor jedem Flug stattfindenden Take-Off-Performance-Berechnung. Dabei ist ein möglichst weit an der hinteren Grenze liegender Schwerpunkt für die Fluggesellschaften besonders interessant. Denn ein weit hinten liegender Schwerpunkt sorgt dafür, dass der während des gesamten Fluges benötigte, vom Stabilizer erzeugte Abtrieb, also Auftrieb nur eben andersrum, dass der nicht so stark ist. Und dadurch ist der vor Ort entstehende Widerstand nicht so stark. Das sorgt ganz einfach für einen geringeren Spritverbrauch und damit für effizienteres und günstigeres Fliegen. Damit die in der Lufttüchtigkeitsanweisung erwähnte Situation unter diesen speziellen Bedingungen dann aber jetzt eben im A320neo nicht mehr auftreten kann, wird durch oder mit der Lufttüchtigkeitsanweisung der mögliche Schwerpunktbereich des A320neo eingegrenzt. Und dort fällt ein Lufthansa A320neo allein durch seine Konfiguration relativ zügig hinten runter. Wird dieser jetzt so beladen, wie er meist beladen wird, mit einer vergleichsweise leeren Business Class, weil dort vorne im Flugzeug ja immer mindestens der Mittelsitz frei bleiben muss, dann in Kombination dazu noch eine hinten im Flugzeug liegende kleine Galley mit dort eingebauten Toiletten, was dann wiederum dafür sorgt, dass die letzten Sitzreihen des Flugzeuges sehr weit hinten im Flugzeug sind, weil dort ja eben keine Toiletten mehr stehen. Dadurch kann es eben dazu kommen, dass der Schwerpunkt des Flugzeuges sehr weit an der hinteren Grenze liegt. Und das ist selbstverständlich gut für die Effizienz eines Lufthansa A320neo, ist aber nicht so gut für die Lufttüchtigkeitsanweisung. Und damit man dort fein raus ist, wird jetzt eben in der Buchung schon mal die letzte Sitzreihe des A320neo herausgenommen. Und damit ist das Problem eines möglicherweise theoretisch auf dem Papier zu weit hinten im Flugzeug liegenden Schwerpunktes tatsächlich schon wieder gelöst. Ist nicht schön, denn wenn man ein Flugzeug so konfigurieren kann, wie es die Lufthansa getan hat, dann sollte man das ja bitte auch so nutzen dürfen und können und dann sollte das auch wirklich zu 100% sicher sein, wenn man das so nutzt. Da soll also in Zukunft bitte auf jeden Fall noch was gemacht werden, da muss auf jeden Fall noch was optimiert werden. Aber ich glaube, damit ist das tatsächlich erst einmal einleuchtend, warum man zum aktuellen Zeitpunkt nicht bei Lufthansa in der letzten Sitzreihe des A320neo sitzen kann. Und damit ist das, was wir die letzten Minuten besprochen haben, tatsächlich nicht exakt das gleiche wie beim A321neo und es ist tatsächlich auch nicht exakt das gleiche wie bei der 737 MAX. Diese Lufttüchtigkeitsanweisung für den A320neo mit zwei Unfällen mit über 340 Todesopfern zu vergleichen oder eventuell sogar gleichzustellen, ist nicht nur unfair und falsch, sondern tatsächlich auch ganz einfach ziemlich dämlich.
diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen für euch in diesem heute etwas aufwendigeren Video mit dabei. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und tschüss.